Der Luca Hänni, 50 Kinder und ein riesen Filmset. Das ist «Stay High» 2022. Ich nehme hinter die Kulissen mit von diesem grossen Dreh. Wir schwätzen mit dem Luca Hänni, mit dem Regisseur und sehen mal, wie das hinter die Kulissen läuft. Hey, willkommen bei «Say Hi» bzw. auf dem Set zum Dreh zu «Say Hi». «Say Hi», da tanzest du gegen Mobbing für Freundschaft zum Song von Luca Hänni. Und genau der ist heute da. Und wir drehen jetzt im Musikclip. Und wie das läuft, da nehme ich dich heute ein bisschen in die Kulisse. Jetzt gehen wir mal schnell den Luca suchen. Der ist, glaube ich, gerade in der Maske. Das heisst, er wird da gerade geschminkt. Was passiert heute da so? Es ist der erste Tag des Videodrehs. Und ich glaube, wir drehen eher so ein bisschen der Hinterteil des Videos, so viel mehr ist. Ganz viele Kiddies sind dabei. Ja, das ist ein schönes Projekt. 50 Kinder, die tanzen 50 mit das? Dir. Was ist das eigentlich für ein Tanz? Ja, ein anstrengender Tanz. Also hüpfen, 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 Party, Party, Party. Also ey, wirklich, die haben Gas gegeben. Also, ich bin auch gespannt, wie das King umsetzen. Also ich musste auch ein bisschen üben. Aber ich mache es mega gut. Ja, so, das ist doch gut. Das muss länger. Let's go. Ich bin Paulina und ich bin 11 und ich spiele JJ, also Mobberin. Was ist das für eine Rolle, die du hier gefasst hast? Eine, die halt den Pepino immer fertig macht, weil er so wie schwach ist. Eigentlich macht sie das wegen ihrer Schwester, weil ihre Schwester sagt ihr, dass sie nicht cool ist und dass sie nur so cool wird. Und dann fühlt sie sich immer unter Druck von ihr. Und wie findest du deine Rolle? Ich finde, dass es nicht gut ist, dass man mobbt, aber dass sie es nachher auch einsieht, das finde ich gut. Ich bin Nando und bin 12 und ich spiele den Pepino und der wird gemobbt. Ich bin viel allein so unterwegs und darum bin ich ein einfaches Opfer für sie, dass sie mich mobben kann. Und ich habe so ein Versteck in einer Fabrik und dort gehe ich immer so ein bisschen hin, wenn ich mich zurückziehe. Ich bin Nelia, bin 10 und ich spiele Tauferin. Du hast ja eine ganz wichtige Rolle, nämlich dieses Jahr ja das Motto bei «Say Hi», du kannst stehen oder die eine sein, die hilft. Und du bist eben genau die. Magst du mal deine Rolle ein genauer beschreiben? Wie läuft das? Ich bin halt immer so ein bisschen Mitte von diesen zwei. Halt, ich beschütze ihn wie und er will eigentlich zuerst meine Hilfe gar nicht annehmen. Aber dann nimmt er sie halt gleich an und ja. Habt ihr schon mal Mobbing beobachtet oder selber gespürt? Also ich bin schon oft gemobbt worden in der Schule. Und darum ist es auch irgendwie schwierig, die Böse zu spielen. Ich muss mir selber so wie überlegen, ja, wieso macht sie das jetzt, damit es einfacher ist für mich. No freezer. Go! Cut! Wir müssen uns schnell den Regisseur schnappen. Oh, sorry, was ist so dein Job, ganz einfach gesagt, als Regisseur? Ja, ich muss es irgendwie inszenieren, das heisst, ins Bild setzen. Das heisst, ich darf den Kindern sagen, wie sie sich bewegen müssen, wann sie müssen los, wie sie müssen, was sie für Emotionen müssen spielen in dem Sinn. Und wie machen das Kind jetzt? Sie sind doch über 50. Ich weiss gar nicht, wie es kann funktionieren, aber irgendwie funktioniert. Sie konzentrieren sich alles, sie sind irgendwie ruhig, sie sind beieinander. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass sie eben von einer Tanzgruppe sind. Und dann haben wir ja noch einen ganz wichtigen Mensch da, nämlich den Luca Hänni. Wie fängt es mit dem? Hey, sehr gut. Ich finde, es ist super, einfach, dass man so mit einem wirklich sympathischen Menschen zusammenarbeiten kann. Also er hat wirklich viel Geduld, er ist sehr offen mit den Kindern auch und das macht extrem viel aus.
Hey, wie ist das für dich mit 50 Kindern zu tanzen? Ey, ein riesen Erlebnis. Also was ich schon weiss, am Abend ist man müde. Nein, jetzt ist einfach ganz klar. Ich habe schon mal mit Kindern zusammengearbeitet, aber nicht mit 50. Die haben eine coole Energie, sie haben ja auch den Tanz auch gelernt. Ich habe zuerst gedacht, oh, hoffentlich können sie den Tanz, aber hey, die ist drauf. Ich mache es besser als ich. Was erhoffst du dabei, wenn ganz viele Kinder in der Schweiz tanzen zu deinem Song? Boah, ich fände es allgemein natürlich mega cool, wenn ganz viele Einsendungen kommen, dass ihr alle mittanzen. Ja, und dass es natürlich eine coole Wirkung hat, weil wir machen es ja, klar macht es Spass, aber es hat auch eine Message, und nämlich eine wichtige Message, nämlich gegen Mobbing. Und aber noch viel mehr, dass jemand ganz allein eigentlich ganz viel kann bewirken kann. Also wenn man irgendein Mobbing sieht oder so, sagt es, dass man es jemandem sagt. Und so auch hier, also jedes Video von euch ist Gold wert. Kannst du Choreo schon? Nein. Okay, das ist das erste Video von dir. Ja, wir können schnell. Also es ist 1, 2, 3. 1, 2, 3. Komm und tanz mit mir. Also so. Komm und tanz. So, ziehe. Oh ja, super. Komm und tanz mit mir. Jetzt kommt der Power Move. Lass dich einfach gehen. Ich singe, kann ich nicht. Und mach mit. Mach mit. Wunderschön. Okay. Das ist schon. Scheiße, ich habe schon wieder vergessen. Du siehst sogar das zu und her. Es ist gerade Pause, aber es herrscht glaub, total gute Laune. Hey, bei euch fängt es ziemlich weich nur. Nein, es ist immer gute Stimmung. Ja. Wie ist es so auf dem Dreh für euch? Es macht mega Spass. Es ist so ein einmaliges Erlebnis. Ja, was macht euch am meisten Spass? Ja, einfach das Mal zusammen können tanzen und Spass haben. Wie ist das so, mit einem Star wie Luca Hänni zu tanzen? Ich finde, es ist mega aufregend und ich habe mir ganz anders vorgestellt. Und du kannst mit irgendwie richtig Spass haben, lustig haben. Wir machen ein Video, wo wir quasi Mobbing bekämpfen wollen. Was sagt ihr zu dem? Also ich finde, das ist eben mega etwas Wichtiges, dass man zusammen gegen so etwas kämpft. Und ich finde es mega toll, dass es so ein Projekt gibt, wo Stars mitmachen von SRF und so. Und ich finde es auch toll, dass wir dort mitmachen können. Ja. Ja, also wenn man gerade selber auch ein Mobbing gelitten hat, dann ist das für einen wirklich gerade etwas, wo man kann sagen kann, es gibt Hilfe, es ist etwas da, du bist nicht allein. Du kannst immer, es gibt immer Leute um dich herum, die dir helfen können. Und das Wichtigste für gegen Mobbing anzukämpfen ist halt einfach der Zusammenhalt, dass man Leute hat, die für einen da sind und dass man auf andere schaut. Man sollte immer schauen, geht es einer Person schlecht, was passiert, gehen helfen und dann kann man das Problem wie aus der Welt schaffen. Einfach immer mit den Leuten, die das Opfer sind, zusammenhalten und probieren einfach so zu zeigen, dass es okay ist, dass sie immer zu dir kommen und einfach nicht so... Eine Hand bieten. Ja, genau, ja. Eine Hand bieten. Ich finde es total schön, wie ihr mit diesem Thema umgeht. Danke, dass ihr für uns tanzt. Und jetzt, es ist ganz ruhig geworden rundherum. Wir hauen es wieder da. Ich habe noch etwas zu. Okay, das ist richtig, richtig eindrücklich, was in diesem Say Hi-Dreh alles umgegusselt und passiert. Ich bin total Fan von Say Hi. Ich hoffe, du auch. Komm vorbei auf srfkids.ch, tanz mit, setz ein Zeichen gegen Mobbing. Hey, mega schön, dass du mit dabei bist. Und ich fände es noch viel besser, wenn du würdest mittanzen zu unserem Song, zu Say Hi. Ich bin mega gespannt. Also gib Gas.